Moin Moin, ich stehe mit Finn Lasse Dranowski von der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt in Holstein. Lieber Finn Lasse, was treibt uns heute Abend raus in diese kühle Winternacht, damit wir hier stehen? Genau, wir befinden uns hier auf dem Gelände der Armeeshausklinik Neustadt im Bereich der Pflegeeinrichtung. Hier ist es zu einem Feuer in einem Patientenzimmer gekommen und dementsprechend dieses Aufgebot hier. Und sind Personen verletzt worden, beziehungsweise gibt es grünes Licht zu verzeichnen, was schwerere Verletzungen angeht? Genau, also nach jetzigem Kenntnisstand gibt es keine Schwerverletzten. Es kam zu einem Feuer in einem Patientenzimmer im dritten Obergeschoss. Bei Ankunft der Feuerwehr war das Feuer bereits erloschen, gelöscht durch Mitarbeiter, die hier sehr umsichtig gehandelt haben. Unsere Aktivität belief sich darauf, hier die anderen Bewohner in Sicherheit zu bringen. Wir haben das Gebäude evakuiert. Und momentan läuft der Einsatz so, dass wir die Patienten und Bewohner wieder zurück in ihre Zimmer bringen. Jetzt ist das kein ganz kleiner Einsatz. Ich habe hier mehr so ein Dutzend oder zwei Dutzend Einsatzfahrzeuge gesehen. Welche wären sind hier oder welche Einsatzteams sind hier vor Ort? Genau, aufgrund der Einsatzart Feuer in einer Pflegeeinrichtung wurde das Alarmstichwort direkt erhöht. Die Feuerwehr Grömitz ist zur Unterstützung alarmiert worden, konnte aber aufgrund der Lage wieder zurückgeschickt werden. Die mussten hier also nicht mehr antreffen. Ein Großaufgebot vom Rettungsdienst ist hier und die Polizei. Also rundum gelungenes Sicherheitskonzept und zum Glück sind nicht die 10 oder 15 Krankenwagen, die man hier sieht, benötigt worden, richtig? Genau, das ist richtig. Vielen, vielen Dank, wir wünschen alles Gute. Dankeschön. Und ja, bleiben alle gesund, ne? Jawohl. Ja. Danke.